Die Geschichte der Stadt Konstantinopel wird, ähnlich wie die Geschichte der Stadt Rom, oft falsch dargestellt in vielen Videos, Büchern, Filmen und in den Medien im Allgemeinen. Die gleichen Vereinfachungen werden gemacht wie im Fall von Rom. Es wird oft falsch behauptet, Rom sei 476 nach Christus gefallen. Tatsächlich ging Rom in diesem Jahr unverändert weiter und die wirkliche Katastrophe trat 60 Jahre später mit den Gotenkriegen auf. Diese gleichen Vereinfachungen werden auch mit Konstantinopel, dem neuen Rom, gemacht. Im Fall von Konstantinopel wird oft gesagt, dass als es 1453 fiel, dies das Ende einer prächtigen und schönen Stadt war, die sehr bevölkert war und viele prächtige Gebäude hatte. Aber wie wir in diesem Video sehen werden, ereignete sich die eigentliche Katastrophe für Konstantinopel tatsächlich im Jahr 1204 nach Christus, als die Stadt vom vierten Kreuzzug geplündert wurde. Und in Wirklichkeit war Konstantinopel bis 1453 mehr Kuhweide als Stadt geworden. Aber was hätte ein Augenzeuge vor, während und nach der Plünderung von Konstantinopel im Jahr 1204 nach Christus gesehen? Bis jetzt haben wir auf diesem Kanal in mehreren Videos die städtische und architektonische Geschichte der Stadt Rom erkundet. Alle Videos, die sich mit diesem Thema befassen, finden Sie in dieser Playlist hier. Und natürlich haben wir dasselbe mit dem neuen Rom gemacht, der Stadt, die Konstantin auf der älteren Stadt Byzanz und dem noch älteren griechischen Byzantion errichtet und erweitert hat. Zu unserer großen Überraschung haben wir festgestellt, dass genau wie Rom auch Konstantinopel riesige Katastrophen erlebt hat und dass die Bevölkerung von etwa 500.000 vor dem Ausbruch der Pest, also etwa 530 nach Christus, auf nur etwa 50.000 Menschen um das Jahr 700 gesunken ist. Ich habe den ziemlich schlechten Zustand der Stadt in diesen sogenannten byzantinischen dunklen Zeiten in diesem Video hier analysiert. Die meisten der alten Tempel und Denkmäler und Bäder begannen zu verfallen, die vielen Brunnen und das schwache Feuer der Stadt waren ausgetrocknet und die Aquädukte, die 626 von den Awaren durchtrennt wurden, waren immer noch nicht repariert worden. Es war eine wirklich dunkle Zeit und die meisten Teile der Stadt waren in diesen Tagen eine Geisterstadt. Aber als das Reich begann, sich zu erholen, wie wir in diesem Video hier gefunden haben, erholte sich auch die Stadt wieder und im Jahr 1000 war Konstantinopel wieder eine prächtige Stadt mit Hunderttausenden von Einwohnern. Schätzungen der Bevölkerung für Konstantinopel sind bekanntermaßen schwierig, noch schwieriger als die für Rom, aber viele Gelehrte wie Cyril Mango behaupten, dass die Stadt möglicherweise wieder die Bevölkerungszahl, wie zu Beginn der Herrschaft von Justinian, erreicht haben könnte, also etwa 500.000 Menschen. Wie ich jedoch auch im Detail ausgeführt habe, sollten wir nicht den Fehler machen zu glauben, dass das Konstantinopel aus den Tagen von Basil II. Bis zur Plünderung von 1204 aussah, wie das alte Konstantinopel aus den Tagen von Justinian Theodosius oder sogar Konstantin. Dies war, obwohl auch sehr groß und beeindruckend, ein ganz anderes Konstantinopel. Die alten Foren von Theodosius, von Arcadius, von Leosi hatten schon lange vor 1200 zu verfallen begonnen. Die meisten waren bereits sehr ruinös. Tatsächlich standen die meisten alten kaiserlichen Gebäude aus der Frühzeit von Konstantin bis Justinian nicht einmal mehr. Dieses mittelalterliche Konstantinopel war in vielen Teilen auf dem alten Konstantinopel erbaut worden. Genau wie zuvor in Rom, die Menschen hatten einfach ihre Wohnungen auf die alte Stadt gebaut. Steine aus den alten kaiserlichen Denkmälern wurden als Baumaterial für neue Häuser, für neue Kirchen, für neue Klöster, für neue Paläste wiederverwendet. Die Stadt hatte sich selbst verschlungen und ein neues Konstantinopel war geboren worden. Ein mittelalterliches Konstantinopel, wo, wenn sie eine Zeitmaschine gehabt hätten und sie könnten ins Jahr 1200 reisen, sie überrascht wären zu finden, dass nicht viel von den alten kaiserlichen römischen Zeiten übrig geblieben war. Gleichzeitig trugen jedoch einige andere Teile der Stadt tatsächlich noch eine gewisse Ähnlichkeit mit den alten kaiserlichen Zeiten. Die Hagia Sophia, erbaut zu Zeiten Justinians, stand immer noch so prächtig wie eh und je. Die Aquädukte, die in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts repariert wurden, wurden später erneut von Basil II. 1021 und Romanus III. 1034 instand gesetzt.
Der kaiserliche Palast war bis zum späten 11. Jahrhundert noch der gleiche Palast, in dem Konstantin selbst gelebt hatte, nachdem er Konstantinopel zur Hauptstadt des Römischen Reiches gemacht hatte. Erst um 1100 hatte Alexios Alkomnenos die kaiserliche Residenz zum Blachernai-Palast verlegt. Im alten Forum, dem alten Forum von Konstantin, stand die Säule von Konstantin noch immer, sogar im Jahr 1200. Seine Statue wurde jedoch 1150 durch einen Blitzschlag gestürzt und durch ein Kreuz ersetzt. Das Forum selbst muss alt und verwittert erschienen sein. Dennoch stand das alte Senatshaus noch immer, obwohl es nicht mehr als Senatshaus genutzt wurde, eher als Lagerraum. Aber die Gesamtform des Forums war noch intakt. Es gab jedoch jetzt einen Viehmarkt dort und er muss an einigen Stellen verwittert und beschädigt erschienen sein. Es gab jedoch beeindruckende antike Statuen im ovalen Forum. Einige sagen sogar, dass die Statue der Athenaa Parthenos, die alte Statue der Athenaa, die einst im Parthenon gestanden hatte, nach Konstantinopel gebracht wurde und 11,5 Meter hoch im ovalen Forum stand. Aber die Statue der Athena im ovalen Forum könnte auch die Statue der Athena Promachos gewesen sein. Ebenfalls ein großartiges Werk von Phidias selbst, das nicht im Parthenon, sondern auf der Akropolis von Athena etwa 1000 Jahre stand. Nach einigen Berichten wurde sie um das Jahr 465 nach Konstantinopel gebracht. Und es könnte diese Statue gewesen sein, die dann 1203 oder 1204 zerstört wurde. Oder vielleicht standen beide Statuen der Athenaa tatsächlich im ovalen Forum von Konstantinopel, aber leider können wir das nicht mit Sicherheit wissen. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass das Forum mit vielen anderen antiken Statuen aus der langen römischen und griechischen Geschichte Konstantinopels gefüllt war. Falls Sie wie ich ein Rome-Nerd sind und dieses Video ansehen, dann könnte der SPQR-Shop mit seinen unglaublichen römischen Ringen und Accessoires Sie interessieren. Sie produzieren Legionärsringe, Themenringe, Münzrepliken, Statuen, Anhänger, Attribute und Terrakotten. Und das Unglaublichste ist, dass sie jedes einzelne Stück von Hand fertigen. Das ist tatsächlich hochwertiges Handwerksmaterial. Ein perfektes Geschenk für sich selbst oder einen Rome-Fan, den Sie kennen. Ich habe den Link zu Ihrem Shop in die Videobeschreibung und den angepinnten Kommentar eingefügt. Mit dem Link und dem Rabattcode Majorianus erhalten Sie 10% Rabatt auf jede Bestellung. Gehen Sie also hin und sehen Sie sich Ihr beeindruckendes Sortiment an. Nun zurück nach Konstantinopel. Abgesehen vom Forum von Konstantin standen auch die alten theodosianischen Landmauern noch und die Stadt hatte noch die meisten der alten Häfen aus der Zeit von Julian oder Theodosius. Also von etwa dem Jahr 800, als die Wiederbelebung von Konstantinopel begonnen hatte, bis hin zum Jahr 1203 nach Christus, hatte die Stadt eine unglaubliche Wiederbelebung erlebt, bei der Konstantinopel wie ein Phönix aus der Asche wieder aus Verwüstung und Entvölkerung in den dunklen Zeiten des östlichen Römischen Reiches auferstanden war, bis es einmal mehr bei weitem die größte und beeindruckendste Stadt in Europa sein würde. Und wir sind erstaunt. Einige der alten römischen Kaiserdenkmäler, wie das ovale Forum, die Hagia Sophia, den Kaiserpalast und sogar das Hippodrom selbst noch intakt zu finden. Ja, alt, aber intakt. Und viele alte Statuen sind noch teilweise erhalten. So hat die Stadt auch damals noch etwas von ihrem alten klassischen Erbe bewahrt. Aber dann trafen mehrere Tragödien ein, von denen das römische Konstantinopel nie wieder erholen würde. Die wirkliche Katastrophe für Konstantinopel ist nicht, wie allzu oft falsch dargestellt, der sogenannte Fall der Stadt im Jahr 1453. Wie wir in zukünftigen Videos sehen werden, war Konstantinopel zu dieser Zeit eine entvölkerte Ansammlung von Dörfern, mehr Kuhweide und Felder als Stadt, überall durchsetzt von Ruinen und hatte nur 50.000 Einwohner. Bis 1453 war Konstantinopel wirklich nur noch ein Schatten seiner selbst und konnte nicht einmal mehr als Stadt bezeichnet werden, eher eine Sammlung von Dörfern, sehr unterschiedlich zu der Darstellung der Stadt in einigen Filmen. Und die Gründe, warum Konstantinopel wieder auf ein solches Tief gefallen war, waren die Tragödien, die kurz nach dem Jahr 1200 eintraten. Im Jahr 1200 hatte die Stadt noch 500.000 Einwohner.
und erschien immer noch so prächtig wie um das Jahr 1000, während der Herrschaft von Basel II. Wir werden die Kreuzzüge und wie genau es zu dieser katastrophalen Plünderung der Stadt im Jahr 1204 kommen konnte, in zukünftigen Videos untersuchen. Als die Kreuzfahrer 1203 in der Stadt ankamen, waren sie erstaunt, denn noch nie zuvor hatten sie eine so bevölkerte und prächtige Stadt mit so vielen Palästen und Kirchen gesehen. Laut einem Bericht prahlte die Stadt im Jahr 1203 mit 64 Klöstern und 294 Kirchen und unzähligen Palästen und goldenen Kuppeln, die in der Sonne glitzerten. Aber dann begannen die Kreuzfahrer im Jahr 1203 mit der Belagerung der Stadt. In demselben Jahr, im August, brach als direkte Folge der Belagerung ein Feuer aus, das ziemlich verheerend war. Viele Gebäude brannten nieder, wodurch Zehntausende von Menschen obdachlos wurden und sehr wahrscheinlich viele Statuen und andere Antiquitäten aus der römischen Kaiserzeit zerstört wurden. Aber das war nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte. Im April des Jahres 1204 gelang es den Kreuzrittern dann, die Stadt zu stürmen. Wie bereits erwähnt, plane ich ein ausführlicheres Video zu den Ereignissen, aber kurz gesagt, sie waren für Konstantinopel und seine Bewohner verheerend. Die genaue Anzahl der während der Plünderung Getöteten ist unbekannt, liegt aber sicherlich in den Tausenden. Aber die Kreuzfahrer plünderten, raubten und verwüsteten Konstantinopel auch 3 Tage lang, während viele der zuvor erwähnten antiken Statuen und andere Kunstwerke entweder gestohlen oder zerstört wurden. Wenn die Statue der Athena Apathenos 1204 wirklich noch im Oval Forum stand, können wir ziemlich sicher sein, dass sie danach nicht mehr da war. Eine große Bronzestatue des Herkules, geschaffen von Lysippos selbst, wurde zerstört. Die Bronzepferde, die den Hippodrom schmückten, wurden gestohlen und nach Venedig gebracht, wo sie heute noch im Inneren von Sankt zu sehen sind. Marcus Basilica. Das berühmte Werk der Tetrarchen, das wir alle so gut kennen, wurde wahrscheinlich aus Philadelphia entführt und steht nun auch in Venedig. Sogar der Kopf des Kaisers Justinian selbst kann heutzutage in Venedig und nicht in Istanbul gesehen werden. Aber die meisten Bronzestatuen wurden nicht gestohlen. Sie wurden hauptsächlich eingeschmolzen, um Münzen für die Kreuzfahrer herzustellen. Viele der Heiligtümer der Stadt wurden angegriffen oder direkt zerstört. Sogar die Gräber aller Kaiser in der Kirche der Heiligen Apostel wurden geplündert. Die meisten Kirchenaltäre wurden zerstört, um Gold und Marmor zu extrahieren. Es ist unglaublich, wie viele Kunstwerke und andere wertvolle Relikte aus der römischen Kaiserzeit zerstört oder geplündert wurden. Viele Denkmäler, die nicht vom Feuer von 1203 verzehrt wurden, waren nun ganz sicher irreparabel beschädigt. Im Nachgang dieser einen der größten Tragödien der Menschheit, vergleichbar mit den brutalsten Plünderungen Roms im 5. und 6. Jahrhundert, würde Konstantinopel einen langen Niedergang erleben. Das war es, was Konstantinopel im übertragenen Sinne das Genick brach und das oströmische Reich so sehr herabsetzte, dass es sich nie erholen würde. Es wurde dann ein lateinisches Reich gegründet, und über 50 Jahre lang regierten lateinische Kaiser die Stadt, während viele Menschen weggezogen sind und die Bevölkerung der Stadt dramatisch zu schwinden begann. Als die Stadt 1261 von den Oströmern zurückerobert wurde, befand sie sich bereits in sehr schlechtem Zustand. Die Bevölkerung könnte dann auf 100.000 gesunken sein, weit entfernt von den 500.000 vor der Plünderung. Und die lateinischen Kaiser waren nicht wirklich sehr motiviert, die alten Kunstwerke und die alten Denkmäler der Römer zu erhalten und zu reparieren. So begann das Hippodrom nun zu verfallen. Diese Arena, die 1000 Jahre lang als Ort für Zeremonien, große Feste und Versammlungen diente und in den frühen Jahrhunderten ein Ort für Wagenrennen war. Es war dieser Sack von 1204, der das endgültige Todesläuten für die Stadt einläuten würde, von dem sie tatsächlich nie wieder erholen würde. Weder das Reich noch die Stadt selbst. Und am ironischsten von Christen gegen Christen verübt. So war es, weil das Oströmische Reich durch dieses Ereignis so geschwächt worden war, dass die Osmanen 250 Jahre später ein so leichtes Spiel hatten, diese einst mächtige Stadt zu erobern. Die Ironie der Geschichte.
Im Laufe dieser 250 Jahre würde sich die Stadt von einer beeindruckenden Stadt mit 500.000 Einwohnern zu einer Sammlung von kleinen Dörfern verwandeln. Durchsetzt von Ruinenfeldern und Kuhweiden, mit nur noch etwa 50.000 Menschen in der Stadt. Wenn also Leute sagen, dass Konstantinopel 1453 gefallen ist, denken Sie noch einmal nach, denn in Wirklichkeit fiel das alte Konstantinopel 1204 und erholte sich nie wieder. Was 1453 passiert ist, wird das Thema für ein anderes Video sein. Aber tatsächlich eroberten die Osmanen einen verarmten Schatten seiner selbst, eine Stadt, die seit einem Vierteljahrtausend stirbt. Und all diese verklärten Geschichten über diese epische Schlacht von 1453 stellen sich heraus, sind ziemlich übertrieben. Denn es war 1204, dass die noch größere Tragödie passierte, von der das alte Römische Reich sich nie erholen würde. Und bitte mögen Sie dieses Video und abonnieren Sie, liebe Zuschauer, damit Sie keine Videos zu dem faszinierenden Thema des späten Römischen Reiches verpassen. Ich wäre sehr glücklich, wenn Sie meine Arbeit auf Patreon oder als YouTube-Mitglied unterstützen, da die Nachhaltigkeit dieses Kanals von Ihrer Unterstützung abhängt. Ohne unsere erstaunlichen Patreon- und YouTube-Mitglieder würde dieser Kanal nicht funktionieren. Und ich möchte jedem danken, der diesen Kanal in irgendeiner Form unterstützt. Danke, Freunde. Falls Sie mehr über Konstantinopels Wandel von heidnisch zu christlich erfahren möchten, schauen Sie das Video in der oberen rechten Ecke. Wenn Sie jedoch lernen möchten, wie Konstantinopel in den byzantinischen dunklen Zeiten aussah, sehen Sie sich das andere Video in der unteren rechten Ecke an. Ich sage nochmals Danke an alle Freunde der römischen Geschichte, gratias Tibiago und benevolete.